Hallo und herzlich willkommen zu Dark Souls 3. Wir haben Dark Souls 1 gemacht, wir haben Dark Souls 2 gemacht. Natürlich machen wir auch Dark Souls 3. Einstellungen sind soweit getroffen. Ihr seht uns wieder rechts oben in der Ecke. Das ist übrigens voll awkward, ne? Wenn man auf dem rechten Bildschirm sich nochmal selber sieht. Ja, du musst am besten in die Kamera, wenn du irgendwas Sinnvolles sagen möchtest. Aber das verpeile ich auch jetzt, also, ich gucke immer. Nee, bei mir ist fast raus. Ja, das ist. Ich habe das Bildschirm natürlich. Wir haben ein bisschen neue Regelung. Das heißt, nach jedem Tod wächst. Also, wir hatten ja bei Dark Souls 2, wer das überhaupt gesehen hat, die Regelung, dass wir nach einer halben Stunde das Pad hin und her wechseln, das ist mega stressig. Deswegen wechseln wir jetzt das Pad nach jedem Tod. Oder wenn man einen Boss First Try machen sollte, was unwahrscheinlich ist. Aber, ja, who knows, the trouble I've seen. Wir starten. Und das haben wir gerade eben schon eingestellt in unserem Spiel. Und das haben wir auch schon. Spiel! Nice. Das Spiel ist auch wieder realisiert. Das kommt. Yes, indeed. It is called Lothric. Where the transitory land the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades, and the lords go. Undead Legion, the Abyss watches. Kindled will rise. Nameless, accursed undead, unfit even to be cinder. And so it is that ash seeketh embers. Okay. Ja. Jetzt nur mal den direkten Vergleich zu Dark Souls 2 zu ziehen. Ich hatte nicht den krassen Gänsehaut-Effekt bei dem Intro wie bei 2. Nee, ich hatte dafür eher so einen Effekt, dass ich das irgendwo erkannte. Also die einen Viecher mit dem Schildkrötenpanzer kam mir mega bekannt vor, ich weiß nicht warum. In der eine Szene, wo die Aschefürsten da sich erheben, hatte ich das nicht auch wie an Dark Souls 1 erinnert, wo man ganz am Anfang war? Ja, wo dann genau. Weg runterkommt, dann wo die Gräber sind, wo die Skelette mal sind. Ja, genau, das hat er echt so ein bisschen. Was ja, gesagt, das ist ziemlich hart. Das spielt ja auch alles in der gleichen Welt theoretisch, im gleichen Universum, genau.
Von daher ist das gar nicht so unwahrscheinlich. So, wie heißt man denn? Hurensohn. Nein, keine Ahnung. Der heißt nicht Hurensohn. Wie hießen wir denn beim letzten Mal? Boah. Wir haben bestimmt auch auf deinem Account einfach Melmann gesagt, oder? Melky. Nice! Melky der Milchwurst. Oh. Okay, Melky. Ich finde Melky gut. Ist gut. Wer es nicht rafft, ne? Aus Melma und Toki. Ne? Falls es. Ne? Du musst eigentlich ein Doppel-K stehen, ne? Warum Doppel-K? Ist ja mehr von deinem Namen drin. Nein. Hurensohn, natürlich. M-E-L. K-Kalbsland. Ja, mein Name hat aber 6 Buchstaben. Mongo, what the fuck? Deswegen habe ich mehr Rechte. Titi. Maus. Ja, komm, das mache ich mit deinem Maus super umständlich mit dem Ding. Männlich Geschlecht ist legit, denke ich mal. Alter, jung. Was gibt's noch? Was gibt's noch? Erwachsen. Alt, krass. Nur die Optik. Wir sind immer alt. Wir müssen hässlich sein. Das sieht so man halt gar nicht unter der Rüstung. Ich meine, ich mache mal kurz Bettler, nur damit man sieht. Boah, leck mal, ist der alt. Wir noch generell wer Bettler, oder? Ja, wir sind hart für Dark Souls-Spieler. Weil das macht so keinen Unterschied, ne? Der ändert sich gar nichts. Außer so ein bisschen die Haut da unten. What the fuck? Der zerfällt halt so ein bisschen mehr. Nice. Okay, wir machen. Klasse Bettler, weil wir es können. Begräbnisgeschenk. Ring des Lebens, der war super useful. Göttlicher Segen kennen wir. Verborgene Segnung nicht. Okay, stellte TP wieder von der schwarze Feuerbombe kennen wir. Feuriger Edelstein. Feuerwaffen. Ja, das ist so eine klassische Seele zum Seelenmachen. Rostige Goldmünze ist wahrscheinlich für Luck, oder? Ne? Ja. Das kann man auch, das PvP. Junger Zweig eines Baumes. Offenbart, ein Zeichen der Freundin der Wertnutzung. Ja, ich habe gerade gelesen, eines Intimzaubers. Nice! ich hab was davon geil. Also wirklich geil ist nichts, würde ich sagen. Was ist useful? Die herrenlose Seele vielleicht. Ja, mehr Seelen, easy. Mehr Seelen. Okay, das ist, weißt du, das ist sowas. Das kann man machen. Ja, aber es ist aber das kann man auch nicht machen. Na, wir brauchen erstmal Stunden. Das Spiel mit diesem Charakter. Weißt du übrigens, warum wir, glaube ich, das letzte Mal so hart gefailt sind, weil wir auch mit einem Bettler angefangen haben in Dark Souls 2. Deswegen hatten wir am Anfang so krasse Probleme, glaube ich. Ja, wir sind Dark Souls Pros, habe ich gehört. Ja. Wir müssen einfach nur dodgen. Ja. Wir sind uns eigentlich auch einig, dass Schilde für Pussys sind, oder? Ja, Schilde sind für kleine Chrissys. Oh yeah. Jawohl, das wir auch gucken. Mal gucken, ob er es macht. Wahrscheinlich nicht. Das ist Idioten, oder? Kick. Lulz. Noch mehr Intro. Ich hoffe übrigens nicht, dass die Facecam irgendwann mal in irgendeiner Zwischensequenz hart im Weg ist. Dann habt ihr Pech gehabt. Na gut. Na komm, wir haben uns in so einem Friedhof wieder aus. Nice. Ich finde übrigens gut, dass wir still entschieden haben, dass ich anfange. Ach, komm mal hier, hier sind wir. Okay, erstmal das Schild. Ich halte den Arsch. Okay. Ja, ist erstmal das Schild weghauen. Mal Schild stehen. Wir haben einen Knüppel. Zweihändig ist wieder zweihändig. Warum haben wir drei Leisten? Und okay, das eine ist wieder dodgen. Ganz normal. Hauen. Okay. Okay. Das war der starke. What the fuck? Da habe ich gebrüllt, da habe ich die blaue Leiste gerade benutzt. Und das ist Blocken. Okay, also auf linker Trigger. Tut? Auf linker Trigger ist irgendwie Schreien oder so. Ja, ja, Kamera schreien. Kann es sein, dass dein Angriff erhöht wurde oder sowas? Dass du einen Status und deine Hände ach so, ja, stimmt. Behindert? Das kann sein. Ach, vielleicht haben wir ja dann jetzt irgendwie sowas wie so ein Zauber oder so. Das wird auch nicht. Das fühlt sich nicht an wie 60 FPS. Aber links zeig mal an, ich hätte 60 FPS. Moment, das ist ein Gegner. Stunze. Dann, wie sieht er uns auch wieder gleich? Das sieht aber anders aus mittlerweile. Ja. Erstmal wegstemmen. Alter, ist das laut. Das ist laut bei dir? Was? Das Backstemmen ist laut, oder was? Ja, war es bei dir nicht laut? Nee. Ich hab mal was da drin. Ich wollte gerade sagen, du hast doch auch so ein Headset, wo du dran sehen kannst. Also, das ist ja schon voll so BAM! BAM! Oh, nice. Ja, aber du. Nein, nein. Würden die das mal wieder sein lassen? Und One-Shot? Ja, wir sind, wir haben Bettler. Ohne Spaß, wie
krass sind denn dann die anderen Klassen, wenn du einen Bettler one-shottest? Okay, da haben wir... Hä? Asche, was? Asche ist das Flakon. Was? Blaue Äste. Ah, Moment, das Blaue regeneriert aber auch nicht. Wahrscheinlich ist das fürs Blaue. Hä? Schätze ich jetzt mal. Also das Blaue nur benutzt, wenn wir Bossfights oder Starkriechen haben. I guess. Ich hab jetzt mal noch einen Weg und das noch sehen. Wo ist denn der Fall? Mein Telefon. Nee, hä? Eine Trank. Wo waren sie? Links von dir. Das ist ein Gegner. Aber was? Da. Hinter dem Grabstein. Das ist doch eine Spielung, Alter, oder? Das ist ein Stein, what the fuck? Nice! Seele, Mutti! GG, da hätten wir auch noch einen Weg. Hab ich, ja, wollte gerade sagen, habe ich jetzt nicht schon den ersten Weg verpeilt? Ich stand halt echt wieder in irgendeinem Grab. Erstmal unsichtbare Wände. Ja, erstmal unsichtbare Wände. Das ist jetzt auch wieder die Frage, wie die unsichtbaren Wände gekennzeichnet sind. Ja. Gute Frage, nächste Frage. Hier sind auch Leute. Oh, das sieht hart wie ein Bait aus. Hallo? Classic? Brrrr! Und da oben hockt auch einer, oder nicht? Oder ist das wieder Stein? Der Stein sieht voll frumlich aus. Seele eines verlassenen Leichnams. Oh mein Gott, stimmt nicht. Nice, ja, krass. Naja, das ist halt... Bester PC ever. Und dann Schnauze. Ich hab halt nicht the money. Du kannst mir aber donaten, ne? Was hab ich davon? Du bist ja nicht. Ich auch nicht erst, dass du erst das an... Jungs, wir haben umgewandelt bekommen. Irgendwie. Können wir nur rechts kurz das an OBS, sieht das flüssiger aus als hier. Das man hier jetzt das erste Mal wegstellen, oder was? Das hab ich dem Spiel schon ein bisschen vorausgenommen, dann so. Und so, sorry. GG-Anfängerfreundlich, scheiße. Achso, weil wir wetten nicht Backstab, dann sag ich ja. Kritischer Treffer, das ist kein Backstab. Ist das nicht? Nein, kritischer Treffer gibt's auch so. GG. Ja. Aber nicht so viel. Ich höre das schon wieder, Alter. Oh, nein. Wir sind schlechtet am One-Shotten gerade. Dabei haben wir nur so eine komische Kackkeule hier. Tritt. Haha, man, die Tritt. Jetzt nicht damit schön mit Schild oder nice, du kannst gut Tritt. Nice, das Tritt. Ja, ich kann das halt überhaupt nicht mit dem treten. Ach, guck mal hier, du hast auch so ein Ding, oder? Hat der seinen Schild? Nein, der hat eine Armbrust. Alter, wie sieht der One-Shotten? What the heck? Die Waffen haben wir uns auch wieder so eine, Leiste zum kaputt machen. Oder hinten ist schon. Die rote Leiste, meinst du das? Ja, ja. Das heißt, die können wahrscheinlich wieder kaputt gehen. Mhm. Ich bin immer, weißt du, bei und so. Ja, ist die aber zuschlagen, Alter, ist Abend. Okay, da hat er mich vielleicht getroffen. Ich habe immer Angst dabei, solchen Spielen was zu verpassen, aber. Guck mal, jetzt ja, das kann ich. Zwei Wege. Immer jeden Weg gehen, den man findet. Das ist echt grauenhaft. Wir müssen immer nicht als erstes den Main-Weg gehen. Ne? Ich bin voll langsam. Okay, aber wir haben noch Rüstungsstufe. Ja, wir haben die Stufe. Sieht komisch aus. Das ist ein. Oh, da steht ein dicker Ball. Das ist der Haupt. Das andere sah halt so krass nach Hauptweg aus, finde ich. Ja, irgendwie schon. Vielleicht ist das der Hauptweg da hinten. Ich hab. Der macht mir Angst. Lass mal gerade. Ich möchte mal ganz kurz hier erstmal einsammeln. Viele eines Unbekannten. Nee, nee. Was bist du denn, Alter? Du bist fucking eigentlich. Ich glaube, den willst du nicht falten, oder? Ich möchte mich einmal drauf machen, um mal umzugucken. Okay. Mutti. Na, ich hab gehört, ich bin nicht dran. Stirb doch! Lauf! Auf, Body Run! Wenn ich jetzt chase, ne? Bitte nicht. In dem Wasser bewege ich mich wie deine Oma, Alter. Verbindungssystem unterbrochen. Titelbildschirm. Nein! Ich hab gehört, du bist ein Bock. Warum, Alter? Was ist denn das für eine. Ja, das ist kein PC denn dafür. Alles. Das ist mein Internet, ja? Das Internet ist halt scheiße, auch scheiße. Guck mal, das ist bei uns der Start mit. Nice. Dann hat er den jetzt gespeichert. Offline-Modus. Ja, dann spielen wir halt im Offline-Modus weiter. Da gibt's halt keine Johnny Corporation. Ach, dann heißt den doch hier Deutsch. Ja, Parier Deutsch jetzt immer, das ist auch immer noch nicht so gut. Hallo! War ich da oben links da was? Nee, nicht dazu, ich meinte. Das ist? Das ist, ne. Ich meine hier links vom, vor dem Licht hätte ich da irgendwas da. Oh, das ist legit. Nicht. Das ist legit nicht. Alter,
Toll. Der hat keine Ahnung, hat er irgendwie keine so eine Fallanimation gehabt oder so? Ey, Schaden. Ich bin ins Wasser gefallen von einer super lowen Höhe. Ne? Ja, dann müssen wir wirklich mal gucken, wenn das mit den Frames zu kacke ist, dann muss man den Timer ein bisschen umstellen. Oder bei mir auf dem Null. Der war's da oben schon? Kacken ist auch nicht weiter. Wo ist denn da oben schon, ja? Da hier rechts. Ich glaube, da kommen wir her. Da. Ich glaube, da sind wir hergekommen, legit. Ja, schau ich mal, ob das immer. Ne, ja. Alles sehen, Lukas, ja. Ja, das ist wieder genauso wie der Ogre-Typ in Dark Souls 2. Der Gegner, den du am Anfang einfach im Endeffekt nicht besiegen kannst. Ich hab über den verstanden, aber als Ogre, ja. Ogre. Ja, über, ja, der Ogre war aber auch über. Kannst du bestimmt schon besiegen, aber. Das kann's halt aussehen. Dafür brauchst du halt Stunden oder so. Ja. Vor dem Damage raus. Das gefällt mir nicht, ja. No Blitz. Tucki, Kaufmann hat einen neuen, Alter. Na, ich hab kein Geld dafür, Lukas. Da, zack, erstes Achievement. Ach, das sieht man gar nicht, weil die Facecam drüber ist. Nice. Nice. Immer gerade, ich muss mal das ausprobieren. Was ist denn? Toll, der ist ein scharf mit Lord. Ja. Max. Ich weiß, was zu Hause spiele ich das auf Max Easy. Weil ich spiele das auch auf Max, wenn ich keine, keine Aufnahme nebenbei laufen habe. Ich glaube, es ist ein bisschen besser geworden, okay. Okay, also ihr könnt schon mal gar nichts. Oh. Nice. Oh, der hält sogar zwei aus. Das war der Klassiker. Der Klassiker wieder. Wie springe ich eigentlich? Bin ich einmal mit. Nee, doch nicht. Nee, so auch nicht. Wie springe ich? Ja, weil ich was mit L? Ja, aber das ist ja. Die drücken? Achso, L drücken. Also, das stellen wir mal gerade um. Krieg ich ja Cancel mal. Auf. Falsch hast du? Falsch hoch oder so? Kann ich das nicht wieder auf den legen? Auf was? Ach, wieso? Nee, du musst doch. Kann ich. Ah ja, jetzt hat das. Okay, also der impliziert, der impliziert schon, dass man dafür sprinten muss. Moment, Ruhen. Was denn, wie ist der? Was? Totenacker der Asche. Hier ist noch nichts. Kann nichts einstellen und gar nichts. Also, das war schon mal noch, genau. Ich guck schon jetzt nochmal. Leichnampel, schwindende Seele, uiuiui. What the fuck? Beim Springen, springen, was? Beim Sprinten, springen du auch. Was? Richtig, Mongo. Naja, man, ich selbst. Aham, hat gut funktioniert. Classic. Wunderbar. Oh mein Gott. Was hab ich voll verpeilt, dass so an meiner steht? Hätte man voll den Linksangriff machen können, wenn. Sprungangriff, ja. Oh, ne, ne. Feuer. Also die Gegner haben echt noch nicht so viel Aufwand, das mit dem Sprung probiere ich auch nochmal. Vielleicht ein Gegner vor ihr. Oh, das war nicht so. Hast du den denn übersehen, Alter? Schnauze jetzt da auf den billigen Rängen, ja? Der steht da mit drin, lol, erstmal gegen Jump. Oh, das Pop nehmen ist ziemlich schnell. Das sind uns auch Gegner. Weiß nicht mehr, das sind ja die auch. Oh, halt mir als einen aus. Das ist ein cool Mutti. Abstand gewinnen. Ne, Tobi, du kommst jetzt auch nicht dran. Hohen Sohn. Ich sehe das ganz genau hier aus dem Auge. Ja, Kirium. So. Siehste, war nämlich easy. Mein Hochgehst auf der linken Seite war vielleicht auf dem Grabstein noch was. Vielleicht, oder wieder ein Stein, den du gesehen hast. Alter, das sieht so random aus. Doch, da, easy. Ja, das war easy. Ich hätte das sagen. Das sieht so aus, als ob da einer auf dem Grabstein sitzt. Ja, hier geht's auch noch weiter, aber ich wollte das nochmal in den Dank probieren. Bionica.